Das war gerade ein bisschen zu heftig, so wie es ausschaut. Bin betont auf ein bisschen zu heftig. Hallo? Ja, mein Lager, wo wir es auch reinlegen können. Das ist natürlich super. Inventar. Umsortieren. Eine in der Klinge. Wow. Das sieht cool aus. Das sieht sogar mehr als cool aus. Level wurde geladen. Achso, das Level muss erst laden. Deswegen hat es gerade so rumgesponnen. Okay, ich verstehe. Deine Unterkunft. Alte Diplomaten stehen im Kopf zur Hauptstadt der unterschiedlichen Nationen zur Verfügung. Du findest dort eine Werkbank, Truhe und Gefährten. Ausruhen kann man sich auch noch hier. Okay. Das ist interessant zu wissen. Dann warte mal kurz. Dann habe ich eine Idee. So, die ist aktuell. Mit dem Zeitlimit auch nach oben. Das ist natürlich wunderbar. Wir sind noch gar nicht voll eingerichtet, aber wir können auf jeden Fall auch noch schlafen, so wie es ausschaut. Oh. So, 17 Stunden, ein paar Minuten. Dann schlafen wir doch 17 Stunden. Oder mitten in der Nacht. Weil es gibt ja noch einen gewissen Gardisten, den es gilt aufzufinden. So, öffnen. Also es ist unser Wohnsitz hier unten, ne? Das ist schon mal gut zu wissen. Kommandieren den Kommandanten, lieben gerne. Auf zum Kommandanten. Wir sollten ja nachts kommen, damit niemand, überhaupt ja niemand, herausfindet, was hier überhaupt los ist. So, ich bin dann vorbeigelaufen. Nein, ich bin nicht dran vorbeigelaufen. Was? Moment. Ah, da kann ich nicht durch. Da bin ich leider nicht kräftig genug, um einen kleinen Sprung zu machen. Du sahst ganz creepy aus, junge Frau. Oder ältere Dame, je nachdem, wie man sieht. Okay, ihr seid da? Ihr seid da, wunderbar, weil ich brauche nämlich bestimmt die ein oder andere Hilfe. So. Le Kommandante. Ihr seid immer noch schwer beschäftigt, so wie es ausschaut. Schlossgang Level 1 brauche ich immer noch hier. So, guten Morgen. We are quite alone now. You may speak to us. Rayner was indeed a member of my company. And an excellent recruit. But you already know that. Das stimmt. Continue. One morning I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. Wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Rayner wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret elite company that were following a special training program. Oha. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more, the training officer of the 6th might know something. It's been said that he took part in one of their missions, alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Rayner, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Thank you, Lieutenant. Farewell. Ich bin mal gespannt, ob er dann auch stirbt. Okay, Phantomregiment. Ins Obergeschoss muss ich dazu, so wie es ausschaut. Okay. Wenn ich dazu ins Obergeschoss muss, dann gehe ich natürlich ins Obergeschoss. Auf geht's. Wo geht's nach oben? Hier geht's nach oben. Wunderbar. Schauen wir doch mal. Hallöchen aber auch. Wo muss ich denn hin? Nach rechts muss ich hin. Ta-ta-ta-da. Hier kommt der neue Chef. Nach da hinten muss ich, glaube ich, hin. Und bingo.
Entschuldigung, der Chef hat sich leicht geirrt. Der Chef musste doch darüber hingehen. Okay, kann ja mal passieren. Löchen aber auch. Oh, hier sind wir viel zu viele Leute. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Good day, Lieutenant. Excellency, what's your pleasure? To where are you assigned? The sixth company is in charge of exploration and expansion of the colony of the congregation of merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? Natürlich. What company do you serve? The sixth, Excellency. Anything else? Phantomregiment fragen. Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. Ich habe kaum Charisma für sowas. I do know that it's frowned upon, even dangerous, to delve into the matter, but I'm curious by nature. So considering the risk you'd be taking to tell me what you might know, I'm in a favorable disposition to offer you compensation. That's a handsome sum. That might allow me to distance myself from this nest of vipers for a time. Very well. I've seen the regiment. Even fought beside them on an operation. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems. And our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back-alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is made up of young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rainer isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. This story is making me sick. Poor Rainer. If I'd have known, I'd never have recruited him. I'm sorry, Kurt. This isn't your doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, two of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. Wow, Kurt ruft 3. Kurt ist jetzt nett. Hui! Level up! Das ist doch mal eine schöne Sache. Weil bis keine Informationen hat. Okay, ja, dann müssen wir einfach nur ein bisschen abwarten. Irgendwann wird ja schon was rausfinden. Schlossknacken Level 1. Wenn wir jetzt ein Level up haben, haben wir dann vielleicht auch die Möglichkeit. Ja, natürlich, eine berühmte Verbesserung. Wenn das Ausweichen des Fallen hinstellen, das wäre natürlich auch was. Versuchen Gleichgewichtsverlust, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Stasis hält länger. Ja, das können wir doch auch mal machen, warum nicht? Und der Rest haben wir gerade noch nichts dabei. Gut. Passt soweit. Das heißt, er hat seinen Zweck für uns erfüllt. Heißt, wir können wieder glorreich nach unten abhauen, würde ich mal versagen. Wir sahen richtig. Manchmal ist das Gebäude doch ein bisschen groß für mich, ein kleines bisschen. Ich glaube, da muss man runter, oder? Links ums Eck rum. Ich sehe. So froh, dass wir ein kleines Lämpchen haben. Nein. Nochmal hier rüber. Müssen wir mit dem Quartiermeister vielleicht noch reden? Ich weiß nicht. Hallo, Your Excellency. What can I do for you? Nichts, wie es ausschaut. Okay.
Wenn wir nichts tun können, dann können wir natürlich gerade nichts tun. Einmal zurücklaufen. Keine Vanille oder sonst irgendwas? Gut, 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 gut. Okay, gibt es sonst noch etwas, was wir machen könnten? Wir könnten nach Norden gehen eigentlich und hier noch ein bisschen rumlaufen. Warum eigentlich nicht? Wir haben jetzt 8 Stunden Zeit, bevor wir jetzt einfach nur rumschlafen, können wir auch die Gegend erkunden. Und vielleicht das... Hilfe, das ein oder andere hier mitnehmen noch. Mal sagen, da waren gerade Ratten. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja, und hier, da fehlt noch ein bisschen was, bis es wirklich zugebaut ist. Aber es sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht ja nicht mal so übel aus. Eieiei. Wenn man denkt, wie lang so eine Befestigung braucht, bis die mal wirklich zustande gekommen ist. Ich würde mal sagen, dauert ein bisschen. Ein bisschen arg lange sogar. Heutzutage ist natürlich alles wesentlich schneller mit den modernen Bauarbeitermaschinen und allem drum und dran, aber von Anfang. Na, ja, Fundament, alles drum und dran. So wie es heutzutage immer noch ist. Einfach bloß, dass es heute etwas schneller geht. Level 2, hier hinten kommen auch noch runter. Ja, Schlösser knacken. Schlösser knacken, hui, warte jetzt. Schlösser knacken will gelernt sein, sagen wir es mal so. Ich finde schon mal gut, dass wir nachts so einiges hier finden können. Wahrscheinlich tagsüber wäre ich hier dran vorbeigelaufen. Schaut halt schon geil aus. Natürlich, die Grafik könnte noch um einiges besser sein, wenn man es jetzt gerade mit so manchem anderen Spiel vergleicht. Aber ich muss sagen, es reicht aus. Für mich reicht es vollkommen aus. Goldmünzen, versteckter Handschuh. So viel Gold, wie wir auch haben. Wir können eigentlich laufend irgendwelche Leute bestechen. Würde ich jetzt mal so annehmen. Zeit geht auch relativ gut rum. Nope, das war falsch. Hallöchen aber auch. Und bam. Weg mit dir. Dankeschön. Ihr habt auch alle erledigt. Noch nicht ganz, wie es ausschaut. Der möchte unbedingt sich mit mir anlegen. Ich glaube, ich bin. Gerade sagen, der. Ich brauche keine Potion. Das geht auch so. Immer noch welche? Wo denn bitte? Kurt, Kurt, ist alles in Ordnung bei dir? Zack, mir ins Gesicht geschossen. Haben wir alle? Wir haben alle, okay. Dann tun wir mal alle plündern, so gut wie es nur irgendwie geht. Oh, je, wie heißt es, durch die Gegend fegt. Ein bisschen Magietränke, dankeschön. Aber es ist schön, dass aus den Leuten, aus ihren Herzen, so viel heraussticht, damit wir auch in der Nacht alles sehen können. So, ich bin bald voll, wenn es so weitergeht. Aber plündere, was soll es? Es ist eine neue Insel. Da muss man doch nicht plündern. Es gibt so viel Neues, was es hier zu entdecken gibt. Mitzunehmen gibt. Ja. Oh, haben wir noch was. Ein paar wunderbare Beeren. Beeren sind immer schön. Haben hier irgendetwas? Anscheinend nicht. Weil die unten am Dock vielleicht. Nein, aber ich schätze mal, hier wird es bestimmt irgendwann mal eine Mission geben. Ah, schön, führt direkt raus ins Meer. Herrlich. Na, kommt schon, Leute. Es gibt noch ein bisschen was hier zu sehen. Was bei einer Mühle hier oben. Aha, aha, aha. Hallöchen aber auch. Mühlenbesitzer, dich kann man doch bestimmt auch beklauen, natürlich. Wer möchten, können wir alles beklauen. Können wir hier eigentlich... Ah, warte mal. Können wir hier hochlaufen? Nein, können wir nicht. Schade. Ja, wäre es zwischen gewesen, wenn man hier auch noch hochgehen könnte. Hohe Gräser mit nichts dahinter. Das macht aber nichts. Wo soll es sein? Ah, soll ein Weizenfeld sein. Jetzt da. Jetzt kommt mir da ein bisschen was. So, ins Dorf gelangen. Gouverneur von Telme ist hier drüben. Und hier oben haben wir noch mal ein bisschen was. Können wir auch noch hochlaufen.
So quasi ein bisschen, was haben wir da auch noch zu finden? Ja, da geht's nur raus, da müssen wir nicht hin. Zumindest jetzt noch nicht. Okay, Freunde. Freunde, Freunde von heute. Wo steht ihr denn schon wieder? Wo habe ich euch zurückgelassen? Ich hatte an den Docks so weit unten. Doch, habe ich sogar. Oh, Hallöchen, aber... Ah, okay. Kommt ihr wieder? Die Wegfindung ist gerade etwas... etwas Banane hier. So, noch einmal. Bitte schön, nach oben. Die blockieren sich wahrscheinlich gegenseitig momentan. Mhm. Nochmal, bitte. Muss ich euch das Gehen beibringen? Du zuerst. Nein, du zuerst. Nein. Ach, geh du doch bitte zuerst. Okay. Nein, 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 nein. Nach oben, nach oben, nach oben. Genau, ab nach da oben. Wunderbar, doch. Kurt, komm, komm. Put, 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 put. Put, put, put. Ein Fuß nach dem anderen setzen. Immer ein Fuß nach dem anderen. Nein, 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 Kurt. Nein, nein, nein. Du machst genau verkehrt rum. Kurt, Kurt, Kurt. Nein, Kurt. Nicht. Du es nicht. So. Du kommst erstmal mit nach oben. So, danach schnappen wir uns Kurt. So. Nochmal her, Kurt. Genau, da geht's lang. Ja, Kurt. Gute Kurt. Ganz, ganz feine Kurt. Ja, bist ein guter. Bist ein ganz, ganz guter. So. Wir müssen bis auch nach oben deichseln, so wie. Nop, nop, nop. Nein, 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 nein. Ihr geht nicht mehr bei dir runter. Ihr habt hier Ausgangsverbot nach hier unten. Ernsthaft? Kurt. So, jetzt da. Wunderbar, okay. Hat bloß 3 Tage gedauert, gefühlt. Sehe ich noch was? Im Feld sehe ich noch was, dann kommt ihr nämlich jetzt auch mit. Heißt, ich muss sogar wirklich aktiv aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich hätte schwören können, ich hätte hier ein Licht gesehen. Was da hinten? Auch nicht ganz. Okay. Ja, dann kann man sich gut verlaufen, stelle ich fest. Sogar richtig gut. Ah, guck mal, wir gehen hier raus. Wir gehen hier rein, bisschen raus. So, wunderbar. Ein paar Stunden noch. Abbaugebiete gibt es ja auch, so wie es ausschaut. Mit 3 Stunden wieder. Ah, wenn Tag ist. Okay, hätte ich gedacht, nachts wird der nächste Angriff sein, aber erst tagsüber. Erst tagsüber. Er kommt auch mit. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich da mit reinnehmen soll. Nachdem ich eure Wegfindung kenne, würde ich mal sagen, das wird ganz böse für euch ausgehen. Deswegen lasse muss lieber bleiben. Wobei, schiss drauf. Okay, einen regulären Weg, den könnte laufen, okay. Aber hier gibt es nichts. Wenn wir sagen, irgendwie die Quest uns mal hierher bringen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte dich nicht runterschmeißen. Das war definitiv nicht meine Absicht. Kommst du wieder hoch? Sie ist klug genug, dass sie wieder hochkommt. Ich bin stolz auf sie. Ich bin so stolz auf sie. Schnief. No, gut, 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 gut. Na, okay, vergiss es. Jetzt bin ich auch unten. Oh, Erze. Oh, das war eine gute Idee. Dann war es eine gute Idee. Wenn hier unten Erze zu holen sind. Ich würde sagen, von oben habe ich die gar nicht gesehen. Roheisen. Was haben wir hier noch? Das hatten wir bereits. 2 Stunden. Weniger als 3 Stunden noch. Also wir müssen noch ein bisschen Zeit totschlagen. Aber finde ich gut, dass die Zeit relativ schnell vorbeigeht. Mit Betonung auf relativ. Ich höre Hacken, aber ich höre keine Arbeiter. Was ist da los? Weiß und veredeltes Eisen sogar. Aha. Ein paar schöne Goodies finden wir, also wie es ausschaut. Okay, da unten war jetzt nichts mehr. Oh, meine Güte. Ich sehe jemanden. Ja, Hallöchen, wo kommst du da vom Meer? Ja, ich weiß.
Natürlich ist es eine Ehre für dich. Wir sind jetzt aus dem Nichts aufgetaucht. Muss man jetzt mal akzeptieren.